Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video vom Kanal. Es geht weiter mit Sims 4 100 Baby Challenge. Ich sage Sims 4 nicht in diesem Intro. Wieso kann ich das nicht? Aber seid ein bisschen nachsichtig mit mir, sagt man das so? I don't know. Denn ich habe heute eine Mathearbeit geschrieben, meine Abschlussprüfung in Mathe. Und die habe ich dezent verkackt. Und, ich möchte trotzdem aufnehmen, weil ich möchte, dass ein Part kommt. Nur das Problem ist, ich habe nicht mehr so viel Zeit, deswegen werde ich nur halb so lange aufnehmen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Hauptsache, es fällt nicht aus. Auf jeden Fall sind wir hier mit unseren Boys. Und, die haben schon irgendwie wieder ihre Leiden. Aber, ja, passiert, ne? Kann man machen, muss man nicht, kann man aber... Und der Rest ist noch am Schlafen. Ich habe jetzt einfach mal ein paar Stunden übersprungen im Spiel, als sie da nur geschlafen haben. Diesen Zwerg möchten wir nicht haben. Der kann gehen, bitte. Danke. Wir brauchen keinen Zwerg im Leben. So, Mutti ist auch wach. Mutti hat auch super Hunger. Haben wir denn noch was da? Wir haben eigentlich noch genug da. Deswegen gönn dir doch einfach mal, Girl. Ich würde halt unbedingt gerne das Kind hier bekommen, noch diese Folge. Es könnte knapp werden, aber ich gebe mein Bestes. Ableben durch Erfrieren, die Kinder sind wach. Ach, schön, schönes Leben hier. Oh mein Gott, was ist dein Problem? Warum isst er nichts? Die müssen gleich zur Schule. Ich hoffe, die haben hier mit ihren Fähigkeiten gut was erreicht. Jojo, das sieht supi aus. Ihr könntet, weit kommen in eurem Leben. Der böse Mann. Samuel denkt wieder an den bösen Mann. Ist es jemand, den Samuel getroffen hat oder jemand aus dem Fernsehen? Help? Was braucht denn Samuel noch so für Fähigkeiten in seinem Leben? Fantasie und Bewegung. Bewegung können wir ja richtig easy machen hier, ne? Also viel Spaß im Kugelbad, würde ich mal sagen. Immer, wenn ich hier auf Pause stelle, sagt mir mein Aufnahmeprogramm so, Bro, also, das funktioniert hier nicht, das ist zu viel Ballast. Und ich so, ich bin auf Pause. Wenn du mir das sagen würdest, wenn das Spiel läuft, würde ich es ja verstehen. Aber auf Pause? Was willst du von mir? Und euch beiden wünsche ich jetzt einen sehr schönen Schultag auf jeden Fall. Viel Spaß oder so. Ah, sie mag eine Miezekatze. Ah, ich habe schon wieder Post bekommen, ey. Das gibt es einfach nicht. Es gibt's nicht. Bitte verkaufen. Freue ich mich, wenn wir das bessere Inventar bekommen. Ja, vor allem in der letzten Folge, oder in der letzten habe ich das, glaube ich, gesagt, oder in der vorletzten oder so. Ja, das mit dem besseren Inventar, das von wegen, dass ich das ja dann nur akzeptiere, wenn ich es mit meinen eigenen Augen sehe. Und ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen in diesem Livestream. Es dauert nicht mehr lange. Oh mein Gott, nicht mal so viele Geschenke, dankeschön. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen und ich bin sehr ready für den Patch. Es sind nur noch ein paar Tage. Und es dauert nur noch ein paar Tage länger, dann bis nachhaltig Leben rauskommt. Und ich freue mich so sehr, weil das, was ich bisher gesehen habe, ist fantastisch einfach nur. Ich bin richtig bereit dafür. Yeah! Level 3! I love you! Dir fehlt aber, glaube ich, noch eine Fähigkeit. Fantasie nämlich. Dann gönn dir mal. Als ob sie jetzt schon wieder müde ist. Dann mach ein Nickerchen, bitte. Beziehungsweise nicht müde, aber es ist schon wieder bei Hälfte, weißt du? Und dann, nee. Oh mein Gott. Es kam auch nicht mal dass dieses dann hochgegangen ist, weil dir Moodlet Baby im Krankenhaus bekommen, bitte. Ja, ich komme mit. Alleine. Wir sind jetzt bei U, ne? A, B, C, D, F, G, H, J, K, M, Q, S, T, U. U. Also wenn es ein Junge ist, U und sonst irgendein random Name. Oh mein Gott, ihr seid so Babys. Oh mein Gott, ich liebe euch. Ich liebe euch. Oh mein Gott. Mua. Ja, krieg bitte dein Kind. Hallo? Oh, okay, doch im anderen Raum. Kritisch. Ein Mädchen. Ich habe vergessen, was wir schon für Namen hatten. Verdammt. Wir drücken einfach ein bisschen auf. Wir drücken auf random und das... Oh, ja, ja. Und ein Junge. Wir nennen ihn Urs. Weil die ganzen anderen Namen, die ich hier so gefunden habe, die sind alle so altbacken. Das ist nicht so schön. We don't want this.
Wir haben Zwillinge bekommen. 48. Das heißt, eventuell nichts, wenn wir halt Kind kriegen, ist es soweit, dass sie dann Geburtstag hat. Oh mein Gott. Dadurch, dass ich es jetzt kürzer aufnehme, werde ich auf jeden Fall die beiden Boys dann privat in den Creative Sim stecken. Ich hoffe, das ist okay für euch. Aber ja, das ist für mich einfach besser. Wir müssen noch Kuchen machen. Kuchen machen! So. Bitte beeil dich, danke. Und dann Geburtstagskerzen bitte drauf machen. Und dann kannst du ein Teenie werden. Okay. Ein vegetarischer Sim. Freiberuflicher Botaniker. Reden sei gelernt auf jeden Fall. Woo! Und du bist unberechenbar. Hm. Ich hasse das. Ich hasse das Spiel manchmal. Akademiker. Wieso sind meine Sims eigentlich immer extrem fett oder extrem dünn, Alter? Das gibt es doch nicht. Wieso stinkt sie immer noch, obwohl ich ihre Binde gewechselt habe? Was soll das? Hört ihr diesen wunderschönen Sound von einem schreienden Baby? Ah, ich liebe es. Oh! Quentin ist anscheinend ein Bastler. Das finde ich schön. I like it very much. Okay, gut. Ich würde sagen, wir beenden dann auch hier den Part. Ich werde dann morgen früh, also beziehungsweise in-game morgen früh, werde ich dann halt wieder reinschalten. Ja, über Nacht wird hoffentlich nichts passieren. Sonst nehme ich euch halt dann auch schon mit. Aber ja, ich hoffe, dass das nicht allzu kurz geworden ist. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!